Diese Woche habe ich ein Buch gelesen, was in der veganen Rohkostszene stark gehypt wird und von der russischen Neurochirurgin Galina Sergejewna Schatalowa geschrieben wurde. Wir fressen uns zu Tode. Guten Morgen! Der Grundansatz des Buches ist eindeutig, dass wir viel zu viel Energie aufnehmen und damit unseren Organismus mehr belasten, als es optimal wäre. Die Autorin zeigt direkt zu Beginn auf, warum wir durchschnittlich 150 Jahre leben müssten und nicht nur 80 bis 100 Jahre. Das klingt, ja, so wie wir aufgewachsen sind und konditioniert sind, irgendwie wie utopischer Blödsinn. Aber da fällt mir das Buch von Jay Chamarie ein, das, was ich vor circa einem halben Jahr rezensiert habe, den Link gibt es oben in den Infokarten, wo dieser anerkannte Biologe in seinen 50 Schlüsselideen zur Biologie mir anhand von wissenschaftlichen Quellen eine ähnliche Erkenntnis unterbreitete. Also eine bewusste und freiwillige Mangelernährung, Mangel im Sinne des heute festgelegten Grundumsatzes, der auch schon wieder etliche Jahrzehnte zurückliegt, führt zu einer höheren Lebenserwartung. Und das gilt für jedes Lebewesen, inklusive dem Mensch. Also nicht sowas wie zwangsweise hungern müssen, ne? Sondern wirklich sich geistig darauf ausrichten und zufrieden sein, weniger zu essen, als wir es gewohnt und ja, auch in irgendeiner Weise auch konditioniert worden sind. Das ist definitiv eines der großen Glaubenssätze dieser Epoche, glaube ich, von der Ernährung, die fallen wird. Ich glaube, gerade weil es jetzt halt auch in der Wissenschaft angekommen ist, ich glaube, dass wir so viel essen müssen. Ich glaube, das ist der große Punkt, der jetzt, nachdem jetzt die pflanzliche Ernährung sozusagen Einzug gehalten hat und ja, das nur jetzt eine Frage der Zeit der Umsetzung ist, aber die Erkenntnis in der Wissenschaft ist jetzt schon so weit fortgeschritten, dass pflanzliche Ernährung im Endeffekt die gesündere Alternative ist, auch unter ökologischen Gesichtspunkten, und aber dass man sozusagen jetzt viel, viel weniger braucht an Energie. Ich glaube, das ist das nächste, wo derzeit Ansätze in der Wissenschaft auch vorhanden sind. Aber was so das nächste große Dogma sein wird, was fallen wird. Ja, dass das selber, also dass das auch so funktioniert, habe ich ja selber schon in dem Selbstexperiment herausgefunden, wo ich meinen Grundumsatz bestimmt habe. Die Videos blende ich euch oben ein in den Infokarten. Mein Grundumsatz liegt bei 1,96 Körpergröße und 100 Kilogramm bei ca. 1800 Kalorien. Und das inklusive 10 bis 12-stündiger geistiger Arbeit. Also die Grundthese von Galina Schatalowa oder Schatalowa ist trotz dessen, dass das Buch schon über 20 Jahre alt ist, nach heutigem Wissensstand auf jeden Fall korrekt. Dass man weniger essen sollte, um länger zu leben. So. Und wenn jemand vor 20 Jahren oder noch länger, da die Frau das ja vor 20 Jahren erst geschrieben hat, schon etwas gewusst hat, was erst vor 3 bis 4 Jahren jetzt so langsam in der Wissenschaft bestätigt wird, dann weckt das mein Interesse und entsprechend stehe ich heute hier und teile euch meine Erfahrungen mit diesem Buch mit. Die Zielgruppe des Buches, das ist der ganz normale Mensch. Das ist ein Buch, was gänzlich ohne lateinische Fachbegriffe auskommt und stattdessen ganz einfaches Vokabular benutzt. Das ist absolut zu vertreten und verdient Anerkennung. Doch dass eine Wissenschaftlerin, wie sich Frau Schatalowa nennt, oder als Neurochirurgin auch genannt werden darf, dass diese komplett auf die Nennung von Quellen, von Studien und Forschungen, auf die sie ja immer wieder auch referiert, verzichtet, das geht gar nicht. In diesem Buch ist das Wissen, was hier propagiert wird, quasi überhaupt nicht zurückverfolgbar. Viele sind Versuche, die sie selbst durchgeführt hat und wahrscheinlich auch ohne ja, wissenschaftlich haltbare Versuchsanordnung. Sonst würde man die Versuche und die Studien in den gängigen Medizin- und Ernährungsdatenbanken finden, wie zum Beispiel PubMed. Was mir aber auf die Schnelle nicht gelungen ist, diese zu finden. Und selbst wenn diese existieren, zeugt es einfach von einer gewissen Unseriosität, diese Quellen nicht zu nennen. Das Buch wurde 2002 erstmalig in Deutschland und 1996 in Russland aufgelegt. Und da gehörte es schon zum Standard wissenschaftlicher Literatur, dass man die Quellen nennt. Das ist hier nicht passiert. Und entsprechend gibt es da eine ganz, ganz starke Abwertung für mich persönlich in der Bewertung des Buches.
Dieser wissenschaftlich nicht kompetente Eindruck härtet sich dann auch in diversen fachlichen Mängeln und vor allem in Inkonsistenzen. Da wird einerseits davon geredet, dass Aminosäuren selbst vom Dickdarm gebildet werden und nicht explizit zugeführt werden müssen, was an sich schon die Existenz von essentiellen Aminosäuren in Frage stellt, sondern dann wird später im Buch auch darauf hingewiesen, dass der besondere Gehalt an Aminosäuren in der Muttermilch sehr wichtig ist. Also einerseits, wir brauchen eigentlich gar keine Aminosäuren zuzuführen, das macht der Dickdarm selber, und auf der anderen Seite, oh, das ist sehr, sehr wichtig. Weiterhin hat man den Eindruck, dass die Autorin die Existenz essentieller Aminosäuren in pflanzlicher Nahrung total entgangen ist, weil innerhalb ihrer Argumentation, dass man keine tierischen Aminosäuren, also tierischen Produkte essen muss, weil diese Aminosäuren auch im Körper gebildet werden, hat überhaupt nicht darauf referiert, dass diese in den Pflanzen enthalten sind, diese Aminosäuren. Weitere fachfremde Dinge, wie dass, ja, dass sie die Umwelt in lebendig und nicht lebendige Materie einteilt, obwohl alles aus Energie besteht, zumindest 99,99999%. Das ist zwar nach heutigem Stand der Dinge falsch, wenn man halt lebendig so versteht wie ich, aber das, also diese fachfremden Dinge, das sollte man in so einem Buch nicht überbewerten. Aber genannt werden sollte es in einer Buchvorstellung trotzdem. Galina Shatalova erzählt quasi in einem Fluss, was für eine Gesundheit wichtig ist. Das lässt sich wunderbar lesen, und ja, das kann man zusammenfassen auf eine gesunde Ernährung, was vor allem eine pflanzliche, unverarbeitete Ernährung ist, also Rohkost. Dazu zählt die Atmung, die richtige Atmung und auch die Abhärtung. Zu diesen Themen referiert sie dann aus eigener Erfahrung und gibt ihr Wissen zum Besten. Allerdings sehr häufig ohne Begründung. Zum Beispiel, das hat sie geschrieben, legen Sie einen Bergkristall ins Wasser, um strukturiertes Wasser zu bekommen. Warum ein Stein das Wasser strukturiert, wie das alles funktioniert, das wird überhaupt nicht erwähnt und erklärt. Das wird nur dieser Satz gesagt. Legen Sie einen Stein, einen Bergkristall in Wasser, damit es strukturiert wird. Aber ohne Erklärung. Das ist unwissenschaftlich. Interessant ist, dass bei einer derartigen Strenge und Kargheit, für die sich die Autorin ausspricht, man merkt das ja schon, Atmung, Ernährung und Abhärtung und Rohkost, das ist schon nach heutigem Stand eine gewisse Kargheit, ja, dass sie dennoch zum Beispiel glutenfreies, also nee, andersrum, glutenhaltiges Getreide nicht als ungesund sieht. Also sie findet Gluten nicht ungesund. Nur dann, wenn es gekocht wird und entsprechende Reaktionen die Nahrung verändern. Dazu habe ich ja auch schon mal selber ein Video gemacht, warum eben gekochte Nahrung zu einer Erhöhung des Krebsrisikos beiträgt und wie Stoffe kreiert werden durch das Kochen, die so nicht in der Natur vorkommen. Das Buch trägt zweifellos einige interessante Elemente einer auch nach heutigen Maßstäben gesunden Ernährung in sich, ohne dies allerdings fachlich zu begründen. Und das muss man sich dann irgendwie selber raussuchen, wenn man den wissenschaftlichen Background möchte. Oder wie im Falle der Bergkristalle auf ebenso zweifelhaften Webseiten und Erfahrungsberichten zurückgreifen, die ihrerseits auch wieder keine Quellen angeben. Das bedeutet nicht, dass es nicht sein kann, dass Bergkristalle das Wasser in irgendeiner Weise für uns Menschen aufbereiten. Aber es fehlt der wissenschaftliche Beweis. Und je nachdem, was für ein Lesertyp ihr seid, könntet ihr euch daran stoßen. Oder eben nicht. Und deshalb erwähne ich das. Die Logik, mit der sie ihre Empfehlungen begründet, sind durchaus nachvollziehbar, aber teilweise auch stark selektiv und ein Beispiel dafür, wie man sich auch alles irgendwie zurechtbiegen kann. Und ich sage das als jemand, der die Grundthese, die Galina vertritt, also eine rohköstliche Ernährung und weit weniger Kalorien als wir brauchen, der dem zustimmt. Aber man muss ja objektiv so ein Buch auch betrachten und die Logik, das kann man auch objektiv betrachten, die Argumentationsstränge. Der Fleischesser kann mit denselben Mitteln wie Frau Shatalova das quasi dasselbe Buch in Rot schreiben und für den Fleischkonsum sprechen. Alles in allem bin ich tendenziell etwas enttäuscht gewesen, ob dieser laxen Schreibweise, aber aufgrund des sehr geringen Preises von 7,95€ kann ich schon eine Kaufempfehlung an all diejenigen aussprechen, die kein wissenschaftlich fundiertes, sondern ein einfach geschriebenes und ja, auch einfach gehaltenes Buch mit praktischen Tipps zur richtigen Atmung, zur Abhärtung und eben auch zur Ernährung suchen. Die große Leistung des Buches ist einfach die Erkenntnis, dass wir mit viel weniger Essen auskommen und es auch gesünder ist,
zu einem Zeitpunkt, also im vorigen Jahrtausend kann man ja jetzt sagen, wo dieses Wissen noch nicht evident war. Eventuell sind die anderen Erkenntnisse auch nur noch nicht bewiesen, die Frau Schatalowa hier zum Besten gibt. Und damit könnte das Buch durchaus ein großes Potenzial in sich tragen. Aber das möchte ich an der Stelle nicht bewerten. Ich gebe für das Buch, ich habe lange überlegt, aber ich kann einfach wirklich nur 3 Sterne geben für das Buch. Es ist ein Buch, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ich vertrete im Endeffekt fast alles, was sie sagt. Den Bergkristall mal ausgenommen und ein paar kleinere Sachen. Ich vertrete fast alles, was sie sagt. Aber das Buch ist einfach von der Schreibweise her, ja, es ist unwissenschaftlich, aber sie erhebt einen wissenschaftlichen Anspruch. Und das geht halt überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Und ja, und das fängt halt bei den fehlenden Verweisen auf Studien, auf Forschung an. Das geht in der fehlenden Stringenz, in den Inkonsistenzen. Und ja, und entsprechend ja, ist das Buch ja, für den einfachen Menschen so ein Einstieg vielleicht in die Thematik. Und der dann diese Erkenntnisse auch in wissenschaftlicher Literatur auch wiederfinden wird. Also die Erkenntnisse sind korrekt, aber die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, ja, gibt für mich nur 3 Sterne. Aber für 7,95 €. Habe ich überlegt, könnte man vielleicht sogar 4 Sterne geben. Ich bleibe einfach bei 3 Sternen und ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Lichtlesen. Euer Christian.